was man sich als Eltern möglicherweise immer so denkt, was mal aus der Tochter oder dem Sohn werden könnte. Sein Vater, Investmentbanker, er selber auf dem Eton College gewesen, übrigens im selben Jahrgang wie Prinz William. Da würde man ja denken, Politiker, irgendwas mit Wirtschaft oder so, wird aus dem Jungen werden. Nein, es wird erst ein Punkrocker aus ihm. Später entscheidet er sich dann doch, Singer-Songwriter zu werden. Frank Turner ist heute Morgen bei uns. Einer, der inzwischen große Hallen füllt und richtig abrockt. Also uns sind gerade schon fast die Ohren weggeflogen beim Soundcheck. Er wird uns gleich ein bisschen was aus seinem Leben erzählen, denn er ist gefühlt immer auf Welttournee. Gitarre in der Hand, Rock'n'Roll im Herzen. Frank Turner ist ein musikalischer Prediger, ein Rebell, der was zu sagen hat. Und alle singen mit. In den letzten 10 Jahren ist der 33-jährige Brite quasi ständig auf Tour. Früher spielte er für 50 Pfund und ein Bett. Heute füllt er die ganz großen Hallen. Was er über die Jahre gelernt hat, wie man ein Publikum für sich gewinnt. Das ist doch am Ende das, was zählt. Plain black mug is all running on my chest. Er mache ehrliche Musik für ehrliche Menschen, sagt er. Und die ist live am besten. Sie sind angezogen bei uns. Schönen guten Morgen, wir freuen uns sehr. Guten Morgen. Good morning. Wissen Sie noch, welchen Tag wir haben und in welcher Stadt Sie sind? Mostly, yes. Ja, I mean, I was in New Orleans. Ich, das noch. Ja. Ich war zum Beispiel in New Orleans, ich war in Chicago und Berlin und jetzt Köln. Okay. Und dann geht's weiter nach London und dann nach Wales. So also, ich bin immer beschäftigt. Wie schafft man die Schlagzeile? Also, ständig neue Musik auf der Bühne stehen? Ist man nicht irgendwann mal, boah, ich möchte mich einfach nur mal hinlegen? Manchmal, wisst ihr, mir wird schnell langweilig. Und morgen habe ich einen Tag frei, darauf freue ich mich schon. Aber nach 3 Tagen, die ich frei habe, wird mir langweilig. Und dann fange ich wieder an, eine Band zu gründen oder sowas. Aber man könnte ja, so sage ich mal, auch in London bleiben und Musik machen. Was treibt Sie an? Laufen Sie vor irgendwas weg oder was ist da los? Dass sie um die Welt touren. Die Welt ist einfach ein toller, interessanter Ort. London ist super. Ich liebe London, das ist meine Heimat. Aber ich habe Freunde in Köln, ich habe Freunde in New Orleans. Und ich reise gerne rum. Musik ist einfach interessant, es ist toll. Mit Musik treibt man Konversationen. Mit je mehr Leuten man spricht, desto mehr Leute man Musik erreicht, desto schöner ist das. Im neuen Album geht es ums Weitermachen, ums Wiederaufstehen, ums Überleben. Was war der Input dafür? Das Album davor war ein Album, da ging es eher darum, um Trennungen, um schwierige Zeiten, wenn Dinge, Beziehungen zerbrechen und so. Und jetzt geht es darum, nicht aufzugeben, weiterzumachen. Und das ist ja auch mein 6. Album und ich denke, viele Bands fangen an, sich so wohl zu fühlen, werden dick, kriegen Bauchspeck und so mit dem 6. Album. Und so wollte ich nicht werden. Ich wollte immer noch energisch, zornig, hungrig, aggressiv sein. An Energie. Sie haben eine unglaubliche Energie auch auf der Bühne, wenn Sie vor vielen Fans spielen. Gleich in einer Stunde werden Sie hier spielen, nur vor uns und den Kameraleuten. Yes. Ist das ein Problem, dass Sie dann kein Publikum haben? Harder to do without das ist schwieriger ohne Publikum. Ich habe gelernt, wie man in den Punk-Rock-Bands Gitarre spielt und singt. So habe ich angefangen. Und Punk war für mich super. Viel Kontakt mit dem Publikum. Ich wollte jetzt nicht Folk-Punk-Records, sondern ich habe dann lieber mit Folk-Records angefangen. Mit Folkmusik. Aber ich singe laut. Das ist einfach mein Stil. Das Schwierige ist, meine Stimme so früh morgens in Schwung zu bringen. Aber ihr könnt mir sagen, jede Uhrzeit sagen, ich würde euch glauben, dies wäre. Apropos laut und Konzert, wir haben was Schönes gefunden im Netz, wo man mal so einen Eindruck bekommt, wie Frank Turner noch abgehen kann. Also das, was wir gleich erleben, ist noch sanft dagegen. Oh,
Da muss er selber lachen. Ist das ernst gemeint? Machst du das noch gerne? Ja, ja, ja. Yeah, this is the music that I grew up with. Das ist die Musik, mit der ich aufgewachsen bin. Viele, die mit der Akustikgitarre anfangen, sagen, sie gehen zurück zu ihren Wurzeln. Aber das sind meine Wurzeln, was ihr hier seht. Also, dieses Video ist aus dem letzten Sommer. Ich habe ein neues Nebenprojekt und das ist das hier. Ein Bandname mit ganz vielen Ös, was man sonst noch aus Deutschland kennt. Wie bist du an die ganz vielen Ös gekommen? Wo hast du die denn gewonnen? Ja, it's like Motorhead. Or das ist wie Motorhead. Okay. Ne? Also so, daran sollte das erinnern. Das ist halt eine Heavy Band und da braucht man die Ös. Wir müssen aber noch mal die Stimme sprechen. Was tust du, damit die dich nicht kaputt machst? Weil du schreist ja schon richtig auf der Bühne rum. Andere nennen das Gesang. Nein. Also viel Übung. Also jeder, der ein Profisänger ist, hat natürlich sehr viel langweilige Zeit damit, seine Stimme zu trainieren. Also in meinem Kopf will ich nie aufhören damit, aber mein Kopf sagt mir, ey komm, irgendwann kannst du nicht mehr singen und dann will ich 100 Zigaretten rauchen, also muss ich zwischendurch mal meine Stimme ölen. Also ich habe mit Alkohol aufgehört zum Beispiel auf der Tour. Und das macht es so viel einfacher zu singen. Das ist super. Okay, also absolut nüchtern, aber absolut laut auch. Gleich bei uns fängt Turner heute Morgen. Vielen Dank für den Besuch heute Morgen. Jetzt der Sport mit Peter. Ja. Heute bei uns zu Gast ein echter Kracher und der braucht keine große Band, der braucht nur sich und seine Stimme und seine Gitarre. Frank Turner ist bei uns, hat früher in Pubs gespielt, mittlerweile füllt er die großen Hallen und schont sich auch nicht am frühen Morgen. Gitarre in der Hand, Rock'n'Roll im Herzen. Frank Turner ist ein musikalischer Prediger, ein Rebell, der was zu sagen hat und alle singen mit. Seit 10 Jahren ist der 33-jährige Brite quasi ständig auf Tour. Früher spielte er für 50 Pfund und ein Bett. Heute füllt er die großen Hallen. Er mache ehrliche Musik für ehrliche Menschen, sagt er. Und die ist live am besten. Im Januar geht Frank Turner auf Deutschlandtour. Jetzt ist er bei uns im Studio. Schönen guten Morgen, wir freuen uns sehr. Hallo. It's very lovely to be here. Thanks. Super, hier zu sein, danke. Ihr Vater war Investmentbanker, Sie waren auf dem Eton College mit Prince William. Wann hat Ihr Vater gemerkt, der Junge geht doch nicht in die Politik oder in die Wirtschaft, das wird nichts? Long time ago. Das ist schon ziemlich lange her und ich spreche nicht mit meinem Vater. Okay, sorry. No, it's fine. Okay. Sie haben Freunde in Köln, haben Sie uns erzählt. Und sprechen Sie Deutsch auch? Weil ich habe meines Erachtens schon mal ein Konzert gesehen, wo Sie auch Deutsch gesungen haben. My German is terrible. Mein Deutsch ist schrecklich. Ein paar Freunde von mir haben einen Song für mich ins Deutsche übersetzt. Aber normalerweise habe ich das auf dem Blatt Papier dann stehen, mit den Worten in Lautschrift dann vor mir. Also nicht perfekt. Oh, sehr gut. Nein. Nicht schlecht. Dann, Sie können gerne weiter Englisch reden. Sie haben eine Platte gemacht, die neue Positive Songs for Negative People. Was meinen Sie damit? Wen wollen Sie erreichen? Well, the first thing I can is positive leader for negative mention. Is that right? Oh, yeah, okay, there we go. War das richtig? Ja, gut. It's not a joke title, but es it has a little kein, bit of the tongue. Soll kein Witz sein, you know, sondern es ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern gewählt, der Titel. Es geht mehr darum, dass ich versuche, mich jetzt nicht, also zu sehr depressiv zu sein. Also, mir geht es ein bisschen darum, weiterzumachen. Und wenn ich eben gesagt habe, der Mann schont sich und seine Stimme auch nicht am frühen Morgen, es tut mir leid, dass wir ja keinen Pub haben und dass wir ja nicht 80 Leute haben, die schreien. Wir genießen es trotzdem mit dem wenig hinter der Kamera, ja? Frank Turner. Man sollte immer mit derselben Energie spielen, ob einer oder 1000 vor dir stehen. Also, ich spiele für dich. This song is called Get Better. I got me a shovel, and I'm digging a ditch, and I'm gonna fight for these 4 square feet of land like a mean old son of a bitch. I got me a future, I'm not stuck on the past, I got no new tricks, yeah, I'm a pump bricks, burn me, I'm a machine and I was built to last. Try to get better, cause I haven't been my best. She took a plain black mug and started writing on my chest. She drew a line across the middle of my
my broken heart and said, come on now, let's fix this mess. We could get better, because we're not dead yet. And they threw me a woven, and I spat back the sea. I took a battering, but I got thicker skin. The best people I know are looking out for me. I'm taking a high road, my engine's running high and fine. May I always see the road rising up to meet me. My enemies defeated in the mirror behind. So I get better, cause I haven't been my best. She took a plain black mark and started writing on my chest. She drew a line across the middle of my broken heart. Said, come on now, let's fix this mess. We could get better, because we're not dead yet. It's just a knot in the small of your back. You could work it out with your fingers. It's just a tune that gets stuck in your head. You could work it out with your fingers. It's just some numbers tangled up in your sums. You could work it out with your fingers. It's just a simple braille missing from the past in your mess. A reminder you could always be a little bit better than that. So try and get better and don't ever accept less. Take a plain black marker and write this on your chest. Draw a line underneath all of this unhappiness. Come on now, let's fix this mess. We could get better, because we're not dead yet. We could get better, because we're not dead yet. Wow, das hatte so viel Energie, das Dankeschön. Reicht eigentlich für drei Morgen. Dankeschön, ja. Frank Turner. Und jetzt gibt's kurz durchatmen, den Sport mit Peter. Wow.